Was geht ab, Leute? Hier ist Joscha von chinahandys.net. Ich bin gerade in Frankfurt am Flughafen. Und wo geht die Reise hin? Ihr habt es euch gedacht, sie geht natürlich nach China. Und zwar fliege ich nach Shenzhen. Shenzhen ist sozusagen das elektronische Mekka von Asien und eigentlich auch von der ganzen Welt. Dort werden die ganzen China-Handys hergestellt, aber auch Apple zum Beispiel produziert seine iPhones und MacBooks in Shenzhen. Was werden wir da machen? Oder was werde ich da machen? Nun ja, zum einen werde ich mir die Elektronik-Szene und die Elektronikprodukte vor Ort anschauen. Ich werde schauen, was es für Gadgets gibt, was es für neue Handys gibt. Und zum anderen werden wir auch die Online-Shops besuchen. Insbesondere Gearbest steht da auf dem Programm. Die haben uns auch extra eingeladen, zum 11.11. Super Sale vorbeizukommen. Und wahrscheinlich werde ich da auch in einem kleinen Livestream am 10.11. ein paar Gutscheine und Giveaway-Geschenke sozusagen verteilen dürfen. Davon erfahrt ihr dann nochmal etwas mehr, wenn ich vor Ort bin. Der Flug wird jetzt erstmal 12 Stunden dauern. Es ist gerade Mittag, 12 Uhr, das heißt, wenn ich ankomme, ist gerade morgens und ich habe die Nacht übersprungen. Mal schauen, wie ich das wegstecken werde. In jedem Fall habe ich das wichtigste Gadget dabei, was man als chinahandys.net-Autor in der Hosentasche immer haben sollte. Immer. Und zwar ein SIM-Pin. Das heißt, wir können die neuesten Produkte vor Ort direkt in Benutzung nehmen. Ich werde in den nächsten Tagen außerdem ein paar Fotos und Videos mit meinen Eindrücken von Shenzhen mit euch teilen, wahrscheinlich auf Facebook und auf YouTube. Also könnt ihr da gerne ab und zu mal wieder reinschauen, wenn euch interessiert, was ich da gerade so am Treiben bin. Ansonsten hören wir uns, wenn ich wieder in Shenzhen gelandet bin. Ich freue mich schon sehr auf den Flug, ich freue mich sehr auf die Reise. Ich hoffe, dass ihr auch den einen oder anderen interessanten Einblick bekommen werdet von einer Welt, zu der man ja ansonsten nicht so sehr viel Kontakt hat. Macht's gut und bis dahin alles Gute. Tschüss.